Die Räuberbande von Stadeldorf Umgebung, ja. Jeder. Viele, viele Leute, ja. Kern der Bande an sogar. Richter, Staatsanwälte, ja. Richter und Kämmerer. Und was? Fahrer auch dazu? Ja, die Fahrer nehmen auch hinum. Man hatte schon im Mittelalter gesehen, ja. Die Pfarrer haben immer gern genommen, ja. Ja, ja, ja. So ist es wirklich, ja. In Stetteldorf Umgebung, ja. Gehört fast alles der Bande, ja. Die Bande ist doch überall, ach ja. Die Bande gehört viele Leute, ja. Lauter KG auch, ja. Wer dahinter steckt, weiß ich sowieso, ach ja. Ist der Bandenhäuptling gar. Und alles in tiefen, tiefen Grunde, ja. Gehört alles der Bande gar. Aber sie tun so, wie die Leute, ja, was zu bestimmen hätten, gar. Und die Leute glauben, das gehört ihnen, ja, was da genommen haben, ja. Aber sie wissen noch nichts, dass sie vielleicht zurückzahlen müssen, ja. Dann Räuberchef das ganze Geld, doch ja, alles reingewaschen, ja. Ja, der Räuberhauptmann, ja. Und die ganze Bande, ja. Lebt von diesem Geld, ach gut, ach ja. Und investieren immer wieder überall, ach ja. Und wenn so weitergeht, gehört der ganze Gegend sowieso der Bande, ja. Und Richter, Staatsanwälte, ja, sprechen so, wie die Bande will, ach ja. Und wenn's das nicht glauben tust, ach ja, dann wirst du sehen, es ist wirklich wahr. Ja, der Richter, ja, und der Staatsanwalt, ach ja, mach gerne, was die Bande will, ach ja. Und nur wenn die Bande es zulässt, ja, dann gewinnen wir mal die anderen auch noch, na. Aber meiste Zeit gewinnt nur die Bande, ja, denn die Richter und die Staatsanwälte werden auch bezahlt von der Räuberbande, ja, ja.